Herzlich willkommen zum Wochenrückblick der Allgäu TV Nachrichten. Wir starten gleich mit einem sehr sensiblen Thema, dem sogenannten Enkeltrick. Die Polizei macht auf diese Betrugsmasche immer wieder aufmerksam. Trotzdem fallen immer wieder Menschen darauf herein. In unserem ersten Beitrag erzählt ein Opfer dieser Betrugsmasche von seinen Erfahrungen. Eine unbekannte Nummer ruft an, meist bei einer älteren Person, und behauptet zum Beispiel, der Enkel zu sein. Er gibt an, in einer Notsituation zu sein und erpresst so emotional Geld. Alles Betrug, alles eine Masche. Und zwar der sogenannte Enkeltrick. In dem Fall, über den wir gleich sprechen werden, war es nicht der Enkel, sondern die angebliche Tochter, die einen schlimmen Autounfall verursacht haben soll. Ein falscher Beamter meldete sich bei der Mutter und behauptete, dass sich die Tochter nur mit einer hohen Kaution aus dieser Situation freikaufen könne. Maschen haben die Betrüger viele, vor allem solche, die Menschen emotional schwer unter Druck setzen. Auch wenn die Polizei viel Aufklärungsarbeit leistet, sind die Betrugsmaschen immer wieder erfolgreich. Noch immer bricht Elke Bruns in Tränen aus, wenn sie über den 12. Mai 2022 spricht. Für sie ein schwarzer Tag, den sie wohl so schnell nicht vergessen wird. Vergangenen Donnerstag wurde die 60-Jährige Opfer eines Trickbetrugs. Sie wurde von ihrer angeblichen Tochter angerufen, die einen tödlichen Unfall verursacht haben soll und der nun 5 Jahre Haft drohen. Elke Bruns sollte sie gegen eine Kaution von 25.000 Euro freikaufen. Die Betrüger gaben sich hierbei als Polizeikommissar und Staatsanwalt aus. Elke Bruns hatte zu Anfang keinen Zweifel an der Echtheit der Geschichte, denn es wurden äußerst perfide Methoden angewandt. Das war auf jeden Fall ganz am Anfang, dass die Stimme meiner Tochter da war. Ja? Also da war ich emotional gleich überzeugt, das ist meine Tochter und jetzt geht es nur darum zu agieren, reagieren und zu gucken, wie kann ich ihr helfen. Und wie gesagt, die Stimme war wirklich so schreiend, so als wenn meine Tochter schreien würde. Ob das mit einer Software gemacht wurde oder ob das eine andere Person gemacht hat, das muss, denke ich mal, die Kripo mal rauskriegen, weil es gibt eine Software, die so eine Stimme auch von der Mutter eben schnell, hallo, hier ist Frau Bruns, aufnehmen. Und dann wird die ganz schnell umgestellt, die Tochter, in eine jüngere Stimme. So, das ist ja fast meine Vermutung. Als Elke Bruns das Geld von der Bank holen wollte, wurde die Filialleiterin aufgrund der großen Summe stutzig. Ihr Ex-Mann war es letztendlich, der sie davon überzeugen konnte, dass es sich um einen Betrugsversuch handelt. Betrugsanrufe wie der bei Elke Bruns sind schwerer zu durchschauen, als man im ersten Moment vielleicht denkt. Die Täter wissen dabei genau, an welchen Schrauben sie drehen müssen, so Psychologe Frank Lohmann. Die Täter schaffen es in kürzester Zeit, einen Zustand bei den Angerufenen herzustellen, der nach meiner Ansicht geprägt ist von einer ganz hohen persönlichen Relevanz. Ja? Also das, was die erzählen, geht die Leute an. Die erzählen nicht irgendwie vom Fußballclub aus dem Norden, der sie nicht interessiert, sondern sie erzählen von ihrer Tochter zum Beispiel. Zweitens, die schaffen es in kurzer Zeit, eine ganz hohe emotionale Beteiligung herzustellen. Ja, also da ist dann wirklich Not am Mann, da ist die angerufene Person in Not und glaubt. Drittens, sie hat ganz hohen Handlungsdruck. Es muss jetzt schnell was passieren, man muss schnell reagieren und die erzeugen Zeitdruck. Aufklärung ist laut Frank Lohmann ein wichtiger Schritt. Vor allem Senioren sollten seiner Meinung nach geschult werden. Hier engagiert sich die Polizei bereits seit längerer Zeit. Außerdem hat das Polizeipräsidium Schwaben-Südwest für den Fall, dass es zu mehreren Fällen innerhalb einer Region kommt, ein Warnsystem entwickelt. Was bei uns ein wichtiger Part ist, sind die Akut-Warnmeldungen. Das ist, wenn in einer Region vermehrt Mitteilungen eingehen, dass es zu Betrugsversuchen kommt, wird von der zuständigen Polizeiinspektion eine E-Mail gesteuert. Die geht dann an Banken, Taxiunternehmen, Pflegeeinrichtungen und auch sonstige Dienstleister, die sich bei den Inspektionen gemeldet haben. Und die erhalten die Mitteilung, dass jetzt im Moment aktuell wieder vermehrt Betrugsversuche sind. Einen solchen Versuch durchlebt zu haben, warnt sie in Zukunft noch mehr, so Elke Bruns. Sie ist zuversichtlich, dass ihr so etwas nicht mehr passieren wird. Die Ereignisse der letzten Woche haben sie stark mitgenommen und es wird wohl noch einige Zeit dauern, bis sie das alles endgültig verarbeitet hat.
Also bleiben auch Sie wachsam und im Zweifel immer zuerst die Polizei unter der 110 kontaktieren. Und nun zu einem ganz anderen Thema. Vielleicht wissen Sie noch, dass das alte Eisstadion in Kaufbeuren vor knapp 2 Jahren abgerissen wurde. Jetzt soll dort am Jordanpark bald etwas Neues entstehen. Ein erster Schritt war der Spatenstich am vergangenen Samstag. Nun können die ersten Bauarbeiten losgehen. Die genauen Pläne der Stadt kennt Sheila Richinger. Schon im Jahr 1890 gab es einen Eislaufplatz am Standort beim Jordanpark in Kaufbeuren. In den 60er Jahren wurde dann ein Eisstadion errichtet. Dieses wurde Ende 2020 abgerissen. Denn es war baufällig. Ein neues Stadion gibt es 150 Meter weiter. Jetzt wird der Jordanpark vorerst im ersten von 3 Bauabschnitten um Grün- und Spielflächen erweitert. Dabei spielt auch Denkmalschutz eine Rolle. Es war klar, auch der Denkmalschutz fordert, dass es eine parkverträgliche Lösung wird. Deswegen wird hier jetzt eine Spielfläche entstehen, eine Spiel- und Freizeitfläche für die Bürgerschaft. Beginnend mit den ganz Kleinen, mit einem inklusiven Spielplatz und dann weiter bis hin zu einer Veranstaltungsfläche, wo auch Festivals oder Ähnliches durchgeführt werden könnten. Im ersten Bauabschnitt liegt der Fokus auf Kindern von 0 bis 15 Jahren. Für Jugendliche gibt es später auch Treffpunkte vor Ort. Aber auch Erwachsene sollen nicht zu kurz kommen. Wobei der Spielplatz auch so konstruiert ist, dass auch Erwachsene mitspielen können. Also es gibt einen sogenannten Generationenschwinger, auf dem die Opas und die Eltern und die Kinder gemeinsam schwingen können. Es gibt auch eine Nestschaukel, da kann man auch gemeinsam reinsitzen. Und es gibt eine Wippe, die relativ breit ist, sodass die Eltern und die Kinder auch gemeinsam schaukeln können. Auf rund 6.800 Quadratmetern Fläche sind 2 große Spielbereiche geplant. Für die kleineren gibt es Sandspielbereiche und ein Wasserspiel. Aber auch ältere Kinder sollen einen Platz zum Spielen finden. Die größeren, die bekommen eine Kletterlandschaft. Verschiedene Höhen werden hier angedacht. Also es ist ein spannendes Erklettern sozusagen für bewegungsfreudige Kinder. Man weiß ja, dass Klettern selbstbewusst macht, dass es das Messen der Kinder miteinander stärkt. Und die Kletterlandschaft ist individuell entwickelt. Also es ist keine Kletterlandschaft aus dem Katalog, sondern individuell so entwickelt, dass es für die Kinder wie ein Rätsel ist. Wichtig ist Gudrun Dietz-Hofmann, dass Kinder hier abseits von Social Media und Co. im Einklang mit der Natur sein können. In unserer Zeit gibt es ja sehr viel virtuelle Welt, auch für die Kinder, und eine reale Welt. Und der Spielplatz zielt eigentlich sehr gezielt ab auf die Wahrnehmungsschulung und auf die Schulung der Sinne der Kinder in der realen Welt. Eben, das finde ich sehr wichtig, dass die Kinder die Welt erleben können und auch wahrnehmen können, auch diese Natur. Und da bietet sich natürlich der Jordanpark besonders an. Eine Herausforderung war zunächst, das Projekt finanziell zu stemmen. Die Städtebauförderung ist hier laut Gudrun Dietz-Hofmann ein Segen. Diese übernimmt rund 80% der Kosten. Sie liegen bei rund 750.000 Euro für den ersten Bauabschnitt. Weitere Ideen zur Nutzung der vorhandenen Fläche kamen auch wegen des Denkmalschutzes nicht in Frage. Es ist so, dass wir natürlich alternative Nutzungen auch überlegt hatten. Wir hatten Investorenanfragen zum Beispiel für eine Schokoladenwelt. Das wäre ein Hotelprojekt mit Gastronomiebereich gewesen. Aber letztlich ist es entscheidend, dass es was Denkmalverträgliches auch wird. Und das war immer sehr, sehr schwer und hat auch die Investoren sehr eingeschränkt. Der erste Bauabschnitt soll im Herbst dieses Jahres abgeschlossen sein. Ab dann soll die Parkerweiterung bereits für Besucher nutzbar sein. Seit 1997 gibt es in Ottobeuren im Unterallgäu einen Wochenmarkt. Doch seit einigen Jahren besuchen ihn immer weniger Menschen. Die Konsequenz: auch die Händler verloren das Interesse. So waren es am Ende nur noch 2, die dort regelmäßig ausgestellt haben. Um den Ottobeurer Wochenmarkt neu zu beleben, hat sich eine Initiative gegründet. Mit einem neuen Konzept soll der Wochenmarkt künftig immer freitags stattfinden. Wir waren bei der Eröffnung dabei. Ein Jahr lang wurde gekämpft und geplant für den neuen Wochenmarkt in Ottobeuren. Unter dem Motto regional, nachhaltig und gesellig findet der ab sofort immer freitags von 15 bis 18 Uhr statt. Am vergangenen Freitag wurde er von der Initiative Wochenmarkt Ottobeuren eröffnet.
Ja, die Freude ist natürlich sehr groß. Alles, worauf wir jetzt in den letzten Monaten hingearbeitet haben, und wir haben wirklich sehr intensiv gearbeitet, wird jetzt heute hier wahr. Das ist natürlich ein schönes Gefühl. Und wie man hinter mir sieht, es ist schon viel los. Es sind alle Händler und Händlerinnen schon da. Und wir freuen uns, wenn wir jetzt gleich um 15 Uhr loslegen können. Hinter dem Wochenmarkt steckt die Idee, auf aktuelle Bedürfnisse einzugehen. Also Regionalität, Qualität und Nachhaltigkeit stehen im Fokus. Gleichzeitig soll der Markt eine Gelegenheit für Austausch und ein Miteinander bieten. Und gerade in Zeiten wie diesen, während durch den Ukraine-Krieg die Lebensmittel knapp werden, gewinnt das regionale Einkaufen zu Hause immer mehr an Bedeutung. Die Initiative findet den Wochenmarkt daher für sehr zeitgemäß. Ein Wochenmarkt ist einfach etwas, was einen Ort aufwertet, wo man sich drauf freut im Laufe der Woche, wo man gerne hingeht, wo man auch andere Leute treffen kann, wo man einfach auch ein bisschen verweilen kann, sitzen kann, Kaffee trinken und natürlich seine Einkäufe erledigen kann. Und deswegen war es uns einfach wichtig, dass sowas wieder in Otto Beuren angeboten ist, wo einfach viele Leute kommen können. Trotz allem Guten war es ein langer Weg bis zur Eröffnung. Denn immerhin musste zuerst ein Verein gegründet werden, damit in einer Marktgemeinde wie Otto Beuren ein wirklicher Wochenmarkt zustande kommt. Mich hat verwundert, wie viel Unterstützung da war. Gab natürlich ein, zwei Problemchen, die man aus der Welt schaffen musste. Aber im Großen und Ganzen hat uns die Gemeinde da unterstützt. Und ich hoffe, sie tut es auch weiterhin und hat da einfach noch viele Ideen, auch, die sie mit einbringen kann. Das ist auch im Sinne der Gemeinde. Bürgermeister German Fries sieht den neuen Wochenmarkt als einen Gewinn auf mehreren Ebenen. Ja, manchmal braucht man halt die guten Ideen von außen. Deswegen ist es gut, wenn man Leute hat, die sich engagieren. Warum man den Verein jetzt da von der Gemeinde aus nicht gründet hat, ist eine einfache Antwort, weil es gar nicht Sache der Gemeinde ist, Vereine zum Gründen. Sondern wenn Bürger da in der Warteliste stehen und sagen, wir wollen was tun, dann sind wir froh und wir haben das auch von Anfang an unterstützt. Und wir freuen uns auch, dass das auf so eine gute Resonanz gefallen ist. Einen Wochenmarkt in Otto Beuren gibt es laut German Fries seit 1997, immer donnerstags. Der wurde über die Jahre immer weniger besucht und hat sich daher auch nicht mehr wirklich gelohnt. Die Kritik kam insofern an, dass schlicht und ergreifend zu wenig Firanten da sind für einen Donnerstag. Und das haben wir auch sehr ernst genommen. Wir hatten dann auch unterschiedliche Ideen, wie man dem entgegenwirkt. Wir hatten auch immer mal wieder, versuchsweise Firanten hier. Die mussten dann nichts zahlen. Wir haben Prämien ausgesetzt, dass einfach auch neue Firanten kommen. Aber das war dann auch in einer Zeit, die einfach schwierig war. Die Zeit beginnt mit C und ich glaube, mehr brauche ich da dazu nicht sagen. Die Zeit mit See scheint zum Glück fast vorbei zu sein. Einem gut besuchten Wochenmarkt sollte daher nicht mehr viel im Wege stehen. Die Besonderheit hier in Otto Beuren, der Wochenmarkt findet ganzjährig statt. Ich finde einfach, wenn sich so ein Einkaufsverhalten gesetzt hat und einfach die Stammkundschaft da ist, dann denke ich, dass das auch im Winter da sein. Natürlich wahrscheinlich mit ein bisschen weniger Sortiment, aber das ist einfach wetterbedingt. Aber gerade Fisch und Fleisch ist einfach ganzjährig gefragt und daher soll der durchlaufen. Das viele und lange Planen hat sich für die Otto Beurer also gelohnt. Das Fazit des ersten Wochenmarkts: gut besucht und zufriedene Gäste. Ein Start, der also rundum gelungen ist. Die frühlingshaften Temperaturen locken uns zurzeit wieder nach draußen. Manche von uns können die sonnigen Tage im eigenen Garten genießen. Wer den aber nicht hat, kann in Kempten in den sogenannten Hortus Natura gehen. Dieser öffentliche Garten ist ein Projekt von und für die Bürgerinnen und Bürger der Umgebung. Wieso dieses Projekt ins Leben gerufen wurde und was man dort entdecken kann, das sehen Sie jetzt. Wildblumen, Gräser und Insekten. Der Hortus Natura auf der Ludwigshöhe in Kempten ist ein Garten für alle. Das Bürgerprojekt auf städtischem Boden hat einiges zum Ziel, erklärt Projektorganisatorin Manuela Hertel-Hiller. Es geht um Artenvielfalt zu fördern, das im gemeinsamen Miteinander zu gestalten, Lebensräume zu schaffen und auch Naturverständnis zu entwickeln oder wieder darauf aufmerksam zu machen und auch einfach die Erkenntnis, wie alles mit allem zusammenhängt. Das ökosoziale Projekt entstand in Zusammenarbeit mit dem Klimaschutzmanagement der Stadt Kempten. Es ist ein weiterer Baustein in unserem Bestreben, die Artenvielfalt auch auf städtischem Gelände zu fördern. Also die Stadtgärtnerei hat ja schon viele kleinere Projekte und auch größere Projekte, wo Blühwiesen angesät werden
und Bäume gepflanzt werden und Strukturen geschaffen werden. Und das ist jetzt eben ein weiterer Baustein für die Artenvielfalt. Die Stadt unterstützt das Projekt hauptsächlich finanziell. Auch der Bund hat den Hortus Natura gefördert mit 90.000 Euro. Für die mindestens nächsten 20 Jahre sollen auf der knapp 1 Hektar großen Fläche Insekten und Co. ihren Lebensraum behalten. Das steht für Manuela Hertel-Hiller an vorderster Stelle. Naja, zum einen geht es mir darum, wirklich dieses Gelände erhalten zu wollen, weil ich da einfach denke, naja, Gelände, das nicht in der Wahrnehmung drin ist, wo ich eher Geringschätzung empfinde, was wird mit dem passieren? Kann ich da davon irgendwann ausgehen, dass es Bauplatz wird? Ich dachte, wir haben so einen hohen Bebauungsdruck, wir haben aber auf dieser riesen Ludwigshöhe nicht wirklich Fläche für uns Menschen, aber auch gezielt natürlich auch, wo wir ein bisschen so Natur noch uns bewahren. Das war natürlich ein großes Thema und was mich natürlich innerlich enorm bewegt ist, wir sind im sechsten Artensterben. Das letzte, das große fünfte war vor 60 Millionen Jahren. Hier in diesem Garten darf sich jeder einbringen. Auch Ruth Haupt unterstützt das Projekt. Was mir wichtig ist, noch zu erwähnen, ist, dass wir an diesem Gelände minimale Veränderungen vorgenommen haben. Es uns aber ganz wichtig war, dass es wirkt, als wäre es immer schon da gewesen. Begonnen wurden hier die Arbeiten im Juli letzten Jahres. Seitdem ist viel passiert. Der Betriebshof zum Beispiel hat auch schon Materialien, um Strukturen zu bauen, geliefert, wo Insekten und Eidechsen drin wohnen können. Außerdem gibt es Obstbäume, einen Brunnen und bunte Blumenwiesen. Nach und nach werden weitere Gebiete dazukommen, wie etwa ein Naturbeobachtungspodest am Bach. Arbeitnehmer erhalten derzeit in Deutschland einen Stundenlohn von mindestens 9,82 Euro. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Für Gefängnisinsassen gilt das allerdings nicht. Auch die gehen teilweise einer Arbeit nach, erhalten aber nur einen Bruchteil des gesetzlichen Mindestlohns. Gegen diese geringe Bezahlung laufen auch in Bayern Prozesse, bisher allerdings erfolglos. Meine Kollegin Anja Neuhauser hat sich zu diesem Thema in der Justizvollzugsanstalt in Kempten umgehört. Die Justizvollzugsanstalt Kempten. Untergebracht sind hier 250 Häftlinge. 66 davon, also zwei Drittel der Häftlinge, gehen hier täglich zur Arbeit. Das betrifft zum einen Arbeiten innerhalb der JVA, in der Küche, Wäscherei oder in der Reinigung. Dann gibt es noch die sogenannten Freigänger. Die arbeiten beispielsweise bei der Stadt Kempten auf dem Bauhof mit. Vergütet wird die Arbeit unterschiedlich. Im Schnitt bekommt ein Häftling um die 15 Euro am Tag. Das ist weit entfernt vom Mindestlohn, dennoch ist die Nachfrage nach Arbeit im Gefängnisalltag sehr groß. Grundsätzlich ist der Strafgefangene ist verpflichtet zur Arbeit und der U-Gefangene kann arbeiten, wenn er will. Aber wie schon erwähnt, es wollen beide Gruppen arbeiten und wir haben eine Warteliste. Darum sind wir auch auf Aufträge von außen angewiesen, also haben wir Interesse, dass Firmen von draußen hierin Sachen fertigen lassen, damit wir möglichst viele Gefangene in die Arbeit bringen. Dennoch, arbeitende Gefangene gelten rechtlich nicht als Arbeitnehmer. Mindestlohnpflicht gilt für sie also nicht, oft verdienen sie deutlich weniger. Das steht schon lange in der Kritik. Laut Anja Ellinger, der Leiterin der JVA Kempten, ein umstrittenes Thema. Ja, die Entlohnung hat verschiedene Bausteine. Was viele nicht wissen, die besteht auch in Freiheit. Wenn jemand zwei Monate lang zusammenhängend arbeitet, darf er einen Tag früher gehen. Bei einem Langstrafigen kann schon ein paar Tage da zusammenkommen. Zusätzlich muss ein Gefangener, der arbeitet, nichts für Unterkunft und Verpflegung zahlen. Das sind im Monat bei einem Einzelhaftraum nochmal 464 Euro. Und dazu kommt obendrauf das Arbeitsentgelt. Das ist durchschnittlich, wir haben 5 Lohnstufen. Durchschnittlich beträgt es am Tag 14,21 Euro inklusive Arbeitslosenversicherung. Das heißt, wenn jemand bei uns arbeitet, ist er arbeitslosenversichert. Wenn er dann entlassen wird, hat keine Arbeit, bekommt er Arbeitslosengeld. Ist die Frage, ist es wenig, ist es viel? Man könnte es natürlich umdrehen, könnte gleich die Haftkosten mit draufrechnen, dann schaut es nach mehr aus. Kann auch sein, dass das so kommt, dass wir quasi einen höheren Lohn zahlen, aber dann die Haftkosten abziehen, dass quasi der Inhaftierte einen psychologischen Effekt hat, dass er sieht, was er mehr verdient. Das sieht er momentan nicht. Viele wissen nicht, dass sie dann von den Haftkosten befreit werden, eigentlich mehr verdienen, als auf dem Lohnzettel draufsteht.
die Kosten von uns sind halt relativ hoch. Ein Gefangener kostet am Tag 157 Euro. Das heißt, wir machen mit der Gefangenenarbeit keinen Gewinn. Gleichwohl ist es uns sehr, sehr wichtig, weil eben die Gefangenen lernen, einen geregelten Tagesablauf früh aufzustehen. Sie sehen, dass sie was erwirtschaften können. Und deswegen sind wir sehr daran interessiert, dass wir Unternehmer haben, die bei uns produzieren lassen. Wir wollen nicht, dass die nach China abwandern, weil uns die Gefangenenarbeit sehr, sehr wichtig ist. Okay. Jetzt, der Staat begründet ja die Ablehnung vom Mindestlohn damit, dass man ja sowieso schon sehr viel Geld eben reinsteckt. Sie haben es gerade schon angesprochen. Und letztendlich, dass ja der Steuerzahler dann dafür aufkommt. Wohin fließt denn jetzt direkt das Geld bei den Häftlingen? Der Haftkostensatz besteht einmal aus dem Baukostensatz. Anstalten müssen ja gebaut werden und unterhalten werden. Dann aus dem sogenannten Sachkostensatz. Da fällt drunter zum Beispiel die Kleidung, die aber auch in den Anstaltsschneidereien hergestellt wird. Darunter fällt die Verpflegung, die auch von den Gefangenen zubereitet wird, damit wir die Kosten auch niedrig halten. Und weil wir auch wollen, dass die Gefangenen arbeiten. Wenn sie zum Beispiel in der Küche arbeiten, dann lernen sie zu kochen, was sie draußen auch gebrauchen können. Entweder im Privatleben oder dass sie einen Arbeitsplatz als Koch bekommen. Draußen werden ja Köche dringend gebraucht. Und der größte Anteil der Haftkosten, das wird wie bei Ihnen sein, das ist der Personalkostensatz. Der liegt über 80%. Okay. Wofür müssen dann die Häftlinge jetzt selber aufkommen? Sind das Drogerieartikel oder wie läuft das? Also grundsätzlich bekommt ein Gefangener von uns alles, was er zum Leben braucht. Aber er möchte dann vielleicht mal sein eigenes Shampoo. Ihm reicht unsere Zahnpasta nicht aus. Er kann Hygieneartikel beim Kaufmann kaufen, der zweimal im Monat reinkommt. Oder Lebensmittel, wenn er zum Beispiel mal was anders essen möchte als unser Gefangenenessen, das allerdings sehr gelobt wird, dann kann er sich mal Nudeln mit Tomatensauce kochen, weil wir eigene Küchenzeilen in den Unterkunftsbereichen haben. Das heißt, da kann gekocht, da kann gebraten werden und dafür kaufen sie ein beim Kaufmann. Jetzt steigen ja die Preise im Lebensmittelbereich, aber auch im Drogeriebereich deutlich an. Wie wirkt sich das jetzt auf die aktuelle Situation der Häftlinge aus? Ja, das ist wie draußen auch. Die Preise steigen und die Löhne nehmen nicht ausreichend an der Inflation als Ausgleich teil. Also die Löhne kommen mit der Inflation momentan auch in der normalen Gesellschaft nicht mit. Auch wir Beamte haben dieses Jahr keinen Inflationsausgleich bekommen. Es ist aber so, dass Gefangene nicht dafür kämpfen müssen im Rahmen eines Arbeitskampfes, dass sie mehr Geld bekommen, sondern sie sind an die allgemeine Einkommensentwicklung angeglichen. Es wird Bezug genommen auf eine sogenannte Bezugsgröße im Sozialversicherungsrecht, die wiederum Bezug nimmt auf die allgemeine Einkommensentwicklung. Das heißt, wenn draußen die Leute im Schnitt mehr bekommen, dann bekommt auch ein Gefangener mehr Arbeitsentgelt. Was verdient denn so ein Gefangener im Monat? Also wir haben 5 Vergütungsstufen und im Schnitt bekommt ein Gefangener am Tag 14,21 Euro. Und ja, je nachdem, was er macht, können das im Monat 300, 400 Euro sein, die er verdient. Natürlich kommen da noch die Haftkosten dazu, die eigentlich aufgerechnet werden müssten und die anderen Bestandteile des Lohnes. Jetzt laufen ja auch immer wieder Prozesse. Einige Häftlinge fordern ja auch einen Mindestlohn. Glauben Sie, ob das sich da in Zukunft irgendwas tut oder ist das chancenlos? Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Arbeitsentgelt so erhöht wird, dass quasi die Haftkosten mit eingerechnet werden. Dass auf dem Lohnzettel mehr Geld draufsteht und wir dann die Haftkosten abziehen und dass dann wieder das Gleiche rauskommt, was eigentlich jetzt schon draufsteht auf dem Lohnzettel, ist zwar im Endeffekt Augenwischerei, aber es ist ein psychologischer Effekt für die Gefangenen, dass sie halt dann mehr Geld auf dem Lohnzettel draufstehen haben. Ja. Frau Ellinger, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich danke fürs Gespräch. Und wir bleiben auch mit unserem nächsten Thema in Kempten. Dabei dreht sich alles um das kleine Schloss vor der Agentur für Arbeit. Dieses Gebäude wurde schon auf die unterschiedlichsten Arten genutzt, zum Beispiel als Gasthaus, Weinschenke oder auch als Notunterkunft. Seit gut 30 Jahren steht es jetzt aber schon leer. Doch das soll sich bald ändern und Sie werden nicht glauben, wofür das Schlösschen jetzt genutzt werden soll. Letizia Weyele mit der ganzen Geschichte. Wie im Märchen im Schloss wohnen. König Ludwig machte Neuschwanstein zu seiner eigenen Wohnung. Eine Kemptner Familie tut es ihm gleich und zieht ebenfalls ins Schloss, und zwar mitten in Kempten. Die Familie, die anonym bleiben möchte, zieht in das Weidachschlösschen. Momentan sieht das aber noch alles andere als märchenhaft aus, denn es muss erst einmal saniert werden.
Laut Tim Kömmstedt hat das Schlösschen schon einige Jahrhunderte auf dem Buckel. Die Aufzeichnungen, die vorliegen, gehen auf die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts zurück, wo zum ersten Mal von einem Gut auf dem Weidach berichtet wurde. Aber es gab schon auch vorher hier bestimmte Ansiedlungen in Gutsform, die aber eben noch nicht diesen charakteristischen viergeschossigen Baukörper mit beinhaltet haben. Ein Mann namens Hans Klammer, Kaufmann und Weinhändler, ist im 16. Jahrhundert Besitzer des Schlösschens gewesen. Er hat den Ausbau des Schlösschens in seiner heutigen Form veranlasst. Unter seinem Besitz gab es auch einen Weinausschank im Schloss. Das Gebäude wurde im Laufe der Zeit aber auch noch ganz anders genutzt. Es war schon immer quasi als Lustschlösschen geplant, als Patrizierhaus, quasi als Sommerresidenz, als Sommersitz. Aber im Laufe der 100-200 Jahre später sind auch entsprechend Nutzungen als öffentliche Gaststätte belegt und dokumentiert. Zu Wohnzwecken ist es von Anfang an aber auch mitgenutzt worden. Auch im Zweiten Weltkrieg lebten hier Menschen, denn damals wurde das Schloss als Notunterkunft genutzt. Die bestand auch nach dem Krieg noch einige Jahre weiter. In den letzten 30 Jahren stand das Schloss dann leer. Das ändert sich aber eben bald. Neben dem alten Gebäude ist ein Anbau entstanden. Den Bauherren war es dabei besonders wichtig, den Kontrast zwischen dem alten Schloss und dem modernen Neubau herauszuarbeiten. Und nach dem Neubezug des Schlosskomplexes wird hoffentlich auch etwas Ruhe einkehren, denn die letzten Jahrhunderte ist hier einiges passiert. Zum einen das Ereignis von 1852. Da gab es einen großen Brand, der auch dokumentiert wurde, wo das Schloss eigentlich bis auf die Grundmauern abgebrannt ist und vor allem das danebenliegende Bauernhaus komplett niedergebrannt ist und danach erst wieder aufgebaut wurde. Und sehr erwähnenswert ist sicherlich auch von 1910 ein Iller-Hochwasser, wo das Schloss quasi eingebettet war in eine große Seenfläche der Iller. Auch die letzten Jahre in seinem Dornröschenschlaf haben Spuren am Schloss hinterlassen. Es kam auch zu Vandalismus. Viel Arbeit also. Also bei einem Bauvorhaben dieser Art wird eine komplette Generalsanierung durchgeführt. Das heißt, es muss von der Elektrik über alle Bodenbelege, über auch den Innenausbau alles erneuert werden. Der Dachstuhl muss angefasst werden, das immer unter den Themen natürlich, dass hier denkmalgerecht saniert wird. Wir als untere Denkmalschutzbehörde von der Stadt haben das Vorhaben aktiv begleitet, aber auch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege. Der Denkmalschutz macht das Bauvorhaben nicht gerade unkomplizierter. 2017 wurde das Schlösschen verkauft. Ein Jahr später war klar, was überhaupt renoviert und verändert werden darf. Die Arbeiten laufen hier seit Mai 2021 und sollen im September fertig sein. Dann kann die Familie ihr Märchenschloss beziehen. Ich will nur noch zum Jet, Michel. Zum Tanken und auf einem kleinen Snack. Krieg ich ein Eis? Okay. Und ein Heft? Na gut, es gibt viele Gründe, beim Jet, Michel zu halten. Jet Allgäublick, direkt an der B19. Feuchte Kellerwände. Probleme mit Schimmel und Salzschäden. Wir machen Mauerwerk wieder dicht und trocken. Und das ganz ohne Bagger. Mit Handwerksprofis zum Festpreis. Weinal.de. Besuchen Sie uns, entdecken Sie und schmecken Sie die ganze Vielfalt Allgäuer Käsekunst. In unserem Käse- und Bioladen in Isny oder in Haselburg bei Leutkirch. Käsküche Isny. Mehr Bio als erlaubt. www.käsküche-isny.de. Traditionell, innovativ und nachhaltig. Seit über 60 Jahren. Bei uns bekommen Sie professionelle Kundenbetreuung und alle Dienstleistungen rund um das Thema Mobilität aus einer Hand. Reisacher, ein gutes Gefühl. Über 100 Jahre Erfahrung für Betonerzeugnisse höchster Qualität. Zeitlos. Hochwertig. Innovativ. Wir bringen Außenflächen formvollendet zur Geltung. Mutzel.
Willkommen im Berghöhschratt im Allgäu. Als eines der ersten Bio-Hotels bieten wir seit fast 40 Jahren frische vegetarische und vegane Speisen. Lassen Sie den Alltag einfach zu Hause und genießen Sie im Naturpark Nagelfluhkette Ihre verdiente Urlaubszeit. Einfach anders. Ihr Berghöhschratt in Oberstaufen-Steibis. Wir werden gezählt. Ja, seit Beginn der Woche ist die große bundesweite Volkszählung, der Zensus 2022, in vollem Gange. Mit der Zählung erhofft man sich genaueres Wissen darüber, wie viele Menschen wo und wie leben. Einmal durchzählen bitte, heißt es deshalb auch in Kempten. Und an einer Stelle steht das Telefon aktuell fast gar nicht mehr still. Zensuserhebungsstelle, gern guten Tag. Aber unser Erhebungsbeauftragter, der wird sich melden. Und da werden Sie dann gemeinsam einen neuen Termin finden, wenn der nicht passend ist. Haben Sie vielen Dank, ja? Wiederhören, tschüss. Aber wir haben ja für die Erhebung als solches haben wir noch Zeit, ja? Also die hat ja erst jetzt begonnen. Ganz genau. Seit dem 15. Mai, also sprich seit Sonntag, ja? Das Telefon steht bei Daniel Gern, dieser Tage selten still. Immer wieder unterbrechen wir das Interview. Als Leiter der Zensuserhebungsstelle in Kempten hat er seit Beginn der Volkszählung am Sonntag jede Menge zu tun. Rund 9000 Kempnerinnen und Kempner sollen in den kommenden 12 Wochen befragt werden. Viele von ihnen haben aber erst mal Fragen, auch zum Datenschutz. Wenn die Frage kommt, was macht ihr mit unseren Daten oder was macht die Stadt mit den Daten? Wir können sagen, wir haben im Rahmen des Zensuses ein Rückspielverbot. Wir erheben die Daten, aber nur mit der Zielsetzung, festzustellen, wie viele Menschen leben in Deutschland und wie leben sie in Deutschland. Die Daten gehen vom Erhebungsbeauftragten direkt ins Landesamt, beziehungsweise direkt zu uns, und wir schicken sie dann auf gesonderten, gesicherten Kanälen ans Landesamt. Wir bekommen die Daten nicht zurück. 70 Erhebungsbeauftragte sind in Kempten unterwegs und befragen die Menschen. Wer Teil des Zensus ist, wird mit einem Schreiben benachrichtigt. Daraufhin folgt die Terminabstimmung. Ist der Termin vereinbart, kommen die Beauftragten mit 40 Fragen, für die rund 10 Minuten Zeit benötigt werden, vorbei. Das können Fragen sein zur Ausbildungssituation, zur Wohnungssituation, zur Arbeitssituation, Migration, ja, nein, unterschiedlichste Fragestellungen. Was wir nicht fragen, wir fragen keine finanziellen Verhältnisse ab. Das ist mir ganz wichtig, dass man das hervorhebt. Die Fragen werden im Rahmen des Zensuses 2022 nicht gestellt. Alle 10 Jahre gibt es eine Volkszählung. Die letzte ist Corona-bedingt schon 11 Jahre her. Aber warum nicht bloß einmal zählen und dann einfach Geburten, Zuwanderung und Abwanderung verrechnen? Ganz so einfach ist es dann doch nicht. Man könnte jetzt sagen, die Daten sind alle bekannt. Muss man sagen, man muss sie ab und zu korrigieren. Ja, es gibt Karteileichen, Fehlbestände aus unterschiedlichsten Gründen. Deswegen ist es wichtig, in einem regelmäßigen Zeitpunkt hier im Zensus, ja, alle 10 Jahre, so eine Bevölkerungszählung zu machen. Die Antworten auf die Fragen helfen bundesweit bei wichtigen Entscheidungen, etwa wo neue Schulen oder Kitas am meisten Sinn machen, wo neue Wohnungen am wichtigsten sind oder auch wie Wahlkreise möglichst gerecht aufgeteilt werden können. Die Teilnahme an der Befragung ist übrigens verpflichtend. Wer sich weigert, muss im schlimmsten Fall mit einem Bußgeld rechnen. Hier in Kempten hofft man allerdings, dass die Bürgerinnen und Bürger die Umfrage mit der typischen Allgäuer Gelassenheit sehen. Wenn Sie also ausgewählt wurden für die Befragung, einfach kurz 10 Minuten Zeit nehmen. Dann gibt es keinen Ärger und man hat noch was Gutes für die eigene Stadt oder den Landkreis getan. Von den Welttagen wie dem Internationalen Tag der Frau am 8. März oder dem Welttag der Pressefreiheit am 3. Mai haben Sie vielleicht schon einmal gehört. Auf die Bedeutung dieser Tage wird jedenfalls immer wieder medial aufmerksam gemacht. Seit 2018 gibt es auch einen weiteren internationalen Tag im Kalender, den Welttag des Fahrrads. Und den hat ein Memminger ins Leben gerufen. Fast schon kaiserlich lässt sich Manfred Neun aus Memmingen in einer Rikscha ans Memminger Rathaus chauffieren. Als Ehrenpräsident des Europäischen Radfahrerverbandes hat er den Weltfahrradtag ins Leben gerufen. Das Fahrradfahren hat für ihn also eine besondere Bedeutung. Im Grunde genommen ist eigentlich viel zu wenig bekannt über den Wert des Radfahrens.
Wir reden ja inzwischen von Energiewende, wir reden von Verkehrswende. Das eigentliche Ziel wäre eine Mobilitätswende, denn es geht um viel mehr in unserer Gesellschaft als nur um den Verkehr. Es geht eigentlich darum, dass unsere Kinder wieder auf die Straße dürfen. Es geht darum, dass wir ein gesundes Leben führen können. Es geht darum, dass wir etwas für die Umwelt tun. Und es geht darum, dass wir das alles ganz normal machen, also eine neue Normalität. Der öffentliche Raum müsse demnach für alle zugänglich sein, nicht nur überwiegend für den motorisierten Verkehr. Also mir geht es eigentlich um die Befriedung der Autofahrer und der Fahrradfahrer. Denn ich stelle fest, die Aggression im öffentlichen Raum nimmt zu und nicht ab. Und jetzt haben wir Gott sei Dank in der Straßenverkehrsordnung, in der neuen, haben wir ja diese Abstandsregel, diese neue. 1,50 Meter sollen die überholenden motorisierten Fahrzeuge Abstand halten. Aber ich muss feststellen, und viele meiner Kollegen ebenso, dass gefühlt mindestens 2/3 der Autofahrer das noch gar nicht wissen. Und im Grunde genommen fängt eigentlich hier die gegenseitige Rücksichtnahme und der gegenseitige Respekt an. Bis es den Weltfahrertag wirklich gab, musste einiges passieren. Wir haben viele Jahre darauf hingearbeitet. Wir haben 2010, 2011 haben wir im Grunde genommen damit angefangen, tatsächlich wichtige Botschaften, vor allen Dingen das Paradigma der aktiven Mobilität und des Radfahrens an verschiedene Organisationen, auch der Vereinten Nationen, ranzubringen. Und es oblag dann mir als dem Präsidenten des Europäischen Dachverbandes und der World Cycling Alliance, dass ich bei der Abschlussrede in Taipei tatsächlich einen öffentlichen Call, also einen Aufruf gemacht habe, jetzt ist es Zeit für einen World Bicycle Day. Es war bei dieser Veranstaltung Professor Leszek Szybylski aus Washington dabei, der uns auch seine Idee vorgestellt hat, wie er es machen würde, wie er es aufziehen würde. Die Idee hat uns sehr, sehr gut gefallen, das war großartig, aber keiner von uns hat geglaubt, dass ein Mensch mit einer kleinen Gruppe von Studenten in der Lage ist, das in 2 Jahren durchzuziehen. Und das war sein Verdienst. Seit 2018 gibt es jetzt den Weltfahrertag. Statt findet er immer am 3. Juni. Dafür hat Manfred Neun eine Auszeichnung im Memminger Rathaus erhalten. Oberbürgermeister Manfred Schilder durfte sie feierlich verleihen. Es geht ja nicht nur um die Idee als solches, sondern auch um alles, was damit im Zusammenhang, im Kontext ist. Das Thema Radfahren hat auch für uns in Memmingen eine große Bedeutung. Wir sind fahrradfreundliche Kommune und vor dem Hintergrund bin ich auch sehr froh und stolz, dass Manfred Neun diesen Preis jetzt auch erhalten hat. Und diese Ehrung jetzt ist im Grunde genommen eine Verpflichtung, meine Fähigkeiten, meine Kapazitäten zu nutzen, um zukünftig weiterhin etwas zu tun. Und da ist der Weltfahrertag natürlich die Gelegenheit, um das Jahr für Jahr aufs Neue voranzubringen. Gleich wie Manfred Neun wünscht sich auch Oberbürgermeister Manfred Schilder mehr gegenseitiges Verständnis von Autofahrern, Radfahrern und Fußgängern. Natürlich wird auch immer wieder die Frage nach der Infrastruktur zu stellen sein. Haben wir genügend Radwege? Wie ist die Sicherheit im Straßenverkehr gewährleistet? Wie bringen wir unsere Kinder auch dazu, sich sicher im Straßenverkehr zu bewegen? Das wird ein Dauerthema sein. Ich glaube, da sind wir nie wirklich fertig. Mit dem Preis im Gepäck ging es für Manfred Neun nach der Ehrung aber erstmal auf dem emissionsfreien Fahrzeug, der Rikscha, ab nach Hause. Im Sommer ohne Klimaanlage schön kühl und im Winter ohne enormen Heizaufwand gemütlich warm. Das ist wohl eine der Eigenschaften, die ein Traumhaus in Zeiten wie diesen mit sich bringen sollte. Doch an welcher Stellschraube kann beim Thema Nachhaltigkeit oder Sparsamkeit in den eigenen vier Wänden eigentlich gedreht werden? Kann man die Kosten senken, ohne Komfort zu verlieren? Check dein Haus heißt eine neue Aktion im Allgäu und befasst sich mit genau diesen Fragen. Und Check Nummer 1 gab es am Freitag und zwar nicht in irgendeinem Haus. Hallo Klaus, servus, grüß dich, servus. Hallo. Freu mich, dass du da bist. Ja, perfekt. Ich komme zur Musterberatung. Willkommen beim Oberstdorfer Bürgermeister, willkommen im Hause King. Und genau dieses Haus bekommt heute den Energiecheck. Aus welchem Baujahr ist denn das Haus? Das Haus wurde gebaut November 2011. 2011? Ja. Also ich sehe, du hast moderne Dreifachverglasung, ja. Also Wärmeschutzverglasung. Das ist also mal baujahrbedingt auf alle Fälle gut. Bei den Fenstern also alles gut. Weiter geht der Check im Keller. Hier lässt sich die Leistung der Solarthermieanlage überprüfen. Der Bürgermeister nutzt die Hitze der Sonne, um das benötigte Wasser im Haus zu erwärmen. Also wir haben da zwei Temperaturanzeigen. Einmal die Anzeige, was
über den thermischen Kollektor vom Dach runterkommt. Mhm. Das haben wir jetzt bei Anfang 60, 62, 63 Grad. Ja. Und der Rücklauf, was wieder hochkommt, ist bei 58 Grad, also so 6, 7 Grad Spreizung. Mhm. Das ist auf alle Fälle in Ordnung. Fotoshooting im Heizkeller. Als erster Teilnehmer der Check-Dein-Haus-Aktion in Oberstdorf will der Bürgermeister natürlich auch ein bisschen Werbung machen. 30 solcher Termine werden für Oberstdorfer Hausbesitzer in den nächsten Wochen angeboten. Und da kann es auch mal um vermeintliche Banalitäten wie die Kellerbeleuchtung gehen. Hier unten hängen einige stromsaugende Lichtröhren. Eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das sind 400-500 Watt nur da herunter für den Keller. Ja, da lässt sich mit Sicherheit einiges einsparen und weiter geht's in die Küche. Die ist noch recht neu und daher relativ energiesparend. Diese Geräte sind jetzt aus einer Generation, wo man jetzt sagt, also schon auf alle Fälle nur kein akuter Handlungsbedarf. Und beim Gas jetzt ohnehin nicht da. Also da sicher jetzt nicht, dass man da irgendwas machen müsste. Das wichtigste Gerät überhaupt in diesem Haus? Kaffeemaschine. Kaffeemaschine. Und die ist vorbildlich gerade ausgeschaltet. Ab in den Garten. Neben der Solarthermie wäre auf dem Hausdach auch eine Photovoltaikanlage vorstellbar. Nach einer guten Stunde dann ist das Haus einmal durchgecheckt. Das Fazit? Das Gebäude ist natürlich jüngeren Baujahres, da ist jetzt Gebäudehülle eher sekundär. Aber was wir gesehen haben jetzt gerade an der Heizungstechnik, kann man Optimierungen durchführen. Man kann mehr zu erneuerbaren Energien gehen, sprich Luft-Wasser-Wärmepumpe eventuell einbauen, um die fossilen Brennstoffe in diesem Haus fast gänzlich zu entfernen. Der Bürgermeister kann die Aktion seinen Oberstdorfer Hausbesitzern wärmstens empfehlen. Das müssen wir denken, ein Eigenheim hat ja seinen gewissen Wert. Und wenn man in Zukunft natürlich Energie sparen möchte oder einfach schauen, wie optimiere ich mein Haus, muss ich schauen, brauche ich Dämmung, brauche ich neue Fenster, sind meine elektrischen Geräte noch auf dem optimalen Stand und aktuell in der Energiekrise, wo wir stecken, wo man wirklich überlegen muss, mache ich jetzt mit Gas, mache ich mit Heizöl weiter, gehe auf Pellets oder was tue ich, da ist natürlich der Energieberater Gold wert. Bis zum 3. Juni können sich Oberstdorfer Hausbesitzer für den kostenlosen Check anmelden. Auch in anderen Allgäuer Orten ist er geplant. Alle Infos gibt's unter www.eza-allgäu.de. Vom Energiecheck geht's jetzt zu stimmungsvollen Eindrücken aus den goldenen 20ern. Eine wilde Zeit war das. Der Erste Weltkrieg war vorbei und auch das Kaiserreich gehörte der Vergangenheit an. Plötzlich war vieles möglich, was bis dahin unmöglich erschien, auch in der Musik. Stücke wie »Mein kleiner grüner Kaktus« oder »Veronika, der Lenz ist da« wurden zu großen Hits. Einer, der sich ganz besonders gut mit dieser Zeit auskennt, ist der Musiker und Sammler Walter Erpf. Er hat nun im Stadtmuseum Kaufbeuren eine Ausstellung zusammengestellt, die sich der Unterhaltungskultur der 20er Jahre widmet. Und für uns hat er sogar das Grammophon angekurbelt. Muskelkraft und Fingerspitzengefühl sind gefragt, wenn man ein Grammophon zum Erklingen bringen will. Walter Erpf ist Musiker und begeisterter Sammler. Über 60.000 Objekte hat er in seinem Haus bei München. Einen kleinen Teil davon hat er für die Ausstellung »Veronika, der Lenz ist da« im Kaufbeurer Stadtmuseum bereitgestellt. Vor über 30 Jahren hat seine Sammelleidenschaft begonnen. Auf einmal hat man das erste Grammophon geschenkt gekriegt. Dann hat man auf Flohmärkten Grammophone gefunden. Das hat man dann irgendwann mal dann ein bisschen konkreter dann auch noch gesucht, auch die Platten gesucht. Ich habe um die 4.500 Schellackplatten zu Hause. Und dann krabbelt das Interesse natürlich weiter. Design und die politischen Umstände, die vor allen Dingen dann auch die Lebensläufe von den Musikern, die das damals betrieben haben. Einige davon oder viele davon waren Juden, mussten emigrieren. Viele haben es Gott sei Dank geschafft zu emigrieren, wenn sie auch dann nicht viel Erfolg hatten im Ausland. Und einige sind natürlich auch von den Nazis umgebracht worden. Auch das wird in der Ausstellung aufgegriffen. Walter Erpf ist sich sicher, dass die Kulturlandschaft heute eine ganz andere wäre,
wenn die jüdischen Künstler nicht vertrieben oder getötet worden wären. Seine Sammlung verdankt der Musiker nicht nur Zufallsfunden auf dem Dachboden, sondern vor allem Flohmärkten und Antiquariaten. Fast wehmütig spricht er davon, wie es früher war, als das Internet noch nicht so viele Händler vertrieben hat. Aber da konnte man dann wirklich noch vor 30 Jahren in Wien in irgendwelchen Antiquariaten im Hinterhof, hat er dann Bananenkarton aufgemacht und hat gesagt, Jodo, schauen Sie her. Und dann war auf einfach dann so 50, 60 von diesen Notenblättern gelegen und dann auch dann manchmal auch dann für wenig Geld. Für teilweise Notentitelblätter, die man heute in eBay für 300, 400, 500 Euro dann kaufen könnte, weil zwei Sammler unbedingt sich hochsteigern. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die Musik der 20er Jahre. Wenngleich die Geschichte der Tonträger weiter zurückreicht. Ende des 19. Jahrhunderts löste die Schellackplatte die Phonographenwalze ab, wurde perfektioniert und damit populär. Auf einmal konnte man es gab auch schlecht gemachte Musik, aber eine gut gemachte Musik auf Tonträger hören. Man hat sich die Mühe machen müssen, dass man das Gerät ankurbelt. Man hat die Nadel möglichst wechseln sollen nach jeder Seite. Man hat also doch einen gewissen Aufwand betrieben. Ich nehme an, dass die ganze Wahrnehmung von Musik eine ganz andere war. Wenn ich mir diese Mühe mache, dann höre ich aber auch jetzt 2,5, 3 Minuten zu und mache nicht währenddessen was anderes. Die Platten waren auch teuer, also umgerechnet hätte so eine Platte damals 10, 12 Euro gekostet. Da sind aber bloß zwei Stücke eben drauf, eine A- und eine B-Seite. Also da, das war schon auch ein finanzieller Einsatz und damit sicherlich eine ganz, ganz andere Wertschätzung. Während sich die Roaring Twenties, die goldenen 20er, vor allem in den Großstädten abgespielt haben, blieb es in den kleinen Städten damals vergleichsweise ruhig. Aber auch dort waren die neue Technik und ihre Möglichkeiten durchaus ein Thema. In den 20er Jahren gab es in Kaufbeuren die Theatergemeinde, die haben zusammengelegt. Das war quasi ein Mitgliederverbund, die Konzerte veranstaltet haben und Theater veranstaltet haben. Und die haben in den 20er Jahren zusammengelegt, damit sie eine Rundfunkanlage anschaffen konnten, die dann im bei uns benachbarten Gasthof Rose eingebaut wurde. Und man konnte dort dann gegen Tickets, konnte man dort Opern aus München beispielsweise über das Radio hören. Also eigentlich ist die Großstadt auch durch die neue Technik dann doch auch da in der Stadt und sicherlich gab es auch junge Leute, die die Musik der Zeit gehört haben. Auch was sich darüber hinaus im Kaufbeuren der 20er Jahre getan hat, ist Teil der Ausstellung. Veronika de Lenz ist da. Zu sehen ist sie noch bis Mitte August. Bei uns genießen Sie Ihren Urlaub auch mit körperlichen Einschränkungen. Erfahren Sie Freude an Unternehmungen und gleichzeitig qualifizierte Pflege. Berggasthof Sonne, Pflegehotel Allgäu. Urlaub genießen und Pflege erfahren. Entdecken Sie mit Komm mit die ganze Welt des Reisens. Ob Wandern, Erlebnis oder Rundreisen, Kreuzfahrten entlang der schönsten Flüsse oder Urlaubsreisen nach Spanien, an die Adria und zur Insel Ischia. Komm mit ist Ihr zuverlässiger Reisepartner im Allgäu und in ganz Europa. Komm mit. Sie packen die Koffer, den Rest machen wir. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myclickcard.de. Wohltuende Erholung für Atemwege, Geist und Körper. Krimmel wirkt. Wir suchen Verstärkung. Wir suchen Sie. Werden Sie Teil unseres Mediaberaterteams im Rundfunkhaus in Kempten. Wir planen und helfen bei der Umsetzung von TV-, Radio- und Internetwerbekampagnen für unsere Bestandskunden und überzeugen neue Kunden von unseren Leistungen. Dabei treffen Sie Kunden vor Ort, nehmen im Homeoffice an Telemeetings teil und arbeiten in unseren Büros in Kempten. Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz sowie eine interessante, leistungsgerechte Vergütung. Neugierig gemacht? Dann bewerben Sie sich jetzt im Rundfunkhaus in Kempten. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum, Bahnhofstraße 42 in Kempten. Musik.
bin vor 16 Jahren hier ins Allgäu gezogen, lebe in Füssen und das Schöne daran ist, und das war auch der Hauptgrund, warum ich hierher gezogen bin, ist der Winter. Ich liebe Snowboardfahren über alles und natürlich überhaupt die Natur, das Aushängeschild vom Allgäu. Man hat hier einen unglaublichen Freizeitwert, Sommer wie Winter, alle Jahreszeiten. Es ist wunderschön hier. Allgäu TV, wir sind das Allgäu. Vielleicht haben Sie es schon gehört, gestern war Weltbienentag. An diesem Tag soll der Öffentlichkeit die Bedeutung von Bienen deutlich gemacht werden. Außerdem soll er dafür sorgen, dass auch in Sachen Artenschutz mehr für die Biene getan wird. Denn immerhin sind die kleinen Insekten fleißige Helfer in der Landwirtschaft. In vielen Fällen übernehmen sie die Bestäubung. Welche Bedeutung den Bienen aber ganz konkret hier im Allgäu zukommt und was jeder von uns für sie tun kann, ist jetzt in Mauerstetten vorgestellt worden. Es war nicht das ideale Wetter, um bei dem Pressetermin des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kaufbeuren über Bienen und deren Bedeutung zu sprechen. Die zentrale Nachricht von hier: Selbst in einer Region, wo in der Landwirtschaft das Milchvieh die dominante Rolle spielt, sollte die Bedeutung der Bienen nicht unterschätzt werden. Würden sie verschwinden, wäre das auch für den Menschen nicht gut. Ich glaube, das wäre ziemlich düster dann für uns. Insofern müssen wir wirklich darauf achten, dass wir uns bestmöglich um die Bienen sorgen, dass man ihnen optimale Lebensräume bietet. Das können natürlich hier diese Obstplantagen sein, diese herrlichen Obstplantagen sein, in denen wir hier stehen. Das kann aber auch die natürliche Landschaft sein, die uns die Natur bietet. Und wir sollten eben letztendlich einfach aufpassen und darauf Acht geben, dass die Lebensräume für die Bienen, für die Wildbienen insbesondere, natürlich auch optimal gestaltet werden. Das können, wie gesagt, hier diese Obstbäume sein, es können aber genauso Streuobstanlagen sein, die in der Vergangenheit und über lange Zeit letztendlich den Bienen zur Verfügung stehen. Schätzungsweise 1,6 Milliarden Euro beträgt die Bestäubungsleistung der Bienen pro Jahr. Sie liefern dabei Honig für die Imker und sorgen gleichzeitig für frisches Obst und Gemüse. Wichtig ist natürlich, dass man die Gemeinschaft findet, dass man eine gute Zusammenarbeit findet, dass die Zusammenarbeit zwischen den Imkern und zwischen den Landbewirtschaftern, sage ich mal, das können die Obstbauern sein, das können die Landwirte sein, dass hier ein gutes Verhältnis herrscht letztendlich. Und die Wirtschaftskraft stärkt, indem man letztendlich auf regionale Produkte zurückgreift. Saisonale, regionale Produkte liegen ohnehin im Trend. Ich glaube, das ist die beste Maßnahme, die sinnvollste Maßnahme, um letztendlich über den ersten und zweiten Schritt dann auch den Bienen etwas Gutes tun zu können. Das Wohl der Bienen liegt natürlich besonders den Imkern am Herzen. Deren Wunsch an die Landwirte ist zum einen, dass auf mehr Vielfalt Wert gelegt werden sollte bei dem, was angebaut wird. Dann ein Stück weit Rücksichtnahme. Rücksichtnahme ist zum Beispiel, dass man das Feld natürlich wirtschaften muss und seinen Lebensunterhalt verdienen muss, ist völlig normal. Aber zum Beispiel die Wegränder, auch mal extensivere Flächen zulässt, wo man wirklich sagt, dann lasse ich dort auch die Wildkräuter wachsen und muss die nicht ständig mitmähen. Es gibt da gute Initiativen, wo man einfach Randstreifen stehen lässt, sei es jetzt gezielt mit Blühflächen ansät, sei es aber auch, dass man einfach einen Wiesenrandstreifen mal später mäht, einfach mal stehen lässt, dass die Pflanzen auch aussamen können und dass auch damit Kräuter eine Chance haben zum Blühen und Samen zu bilden. Eine besondere Rolle fällt dabei Hobbyimkern zu, denn sie garantieren die Pflanzenbestäubung in der Fläche. Doch oftmals finden deren Bienen zu wenig Nahrung in unseren Gärten. Der Wunsch der Imker: Das erste ist einmal das Nahrungsangebot für die Insekten zu steigern. Das kann jeder im Garten in einer kleinen Fläche, wenn er einfach Blühpflanzen anbaut. Heimische Blühpflanzen ist sehr gut, weil die natürlich auf die Bienen sind auf solche Pflanzen spezialisiert und können da eben Nektar sammeln. Das zweite ist natürlich, dass der bewusste Einkauf, also dass man möglichst heimische Produkte kauft und wenn möglich dann auch, wo sehr wenig gespritzt wird. Aber auch weniger Flächenversiegelung und mehr Natur insgesamt würde den Bienen helfen, so Christian Sedelmeier. Selbst Kleinigkeiten können für die Insekten einen großen Unterschied machen. Dafür braucht man weder eine Obstbaumplantage noch einen großen Garten. Sie können sogar auf dem Balkon, zum Beispiel wenn es anstatt einer Geranie oder Petunie oder Begonie, die im Endeffekt den Bienen oder Insekten überhaupt keine Nahrung bieten, irgendwelche insektenfreundlichen Pflanzen anbauen. Also sie können eine Kornblume in ihren Blumenkasten setzen oder andere insektenfreundliche Pflanzen. Es geht auch darum um die Vernetzung. Also es müssen nicht Riesenflächen sein, wo für die Insekten Nahrung da ist und dann wieder 5 Kilometer nichts da ist, sondern es ist wirklich das Vernetzen, dass die Insekten möglichst alle, sage ich mal, paar Meter Nahrung finden können. Und geht es den Bienen gut, freut sich nicht nur der Imker. Auch die Obst- und Gemüsebauern freuen sich,
wenn es auf ihren Anlagen brummt und summt. Denn das lässt auf eine gute Ernte hoffen. Die Allgäuer Bergwelt lädt Begeisterte aus aller Welt zum Klettern ein. Wenn das Wetter aber mal nicht mitmacht, gibt's auch eine Lösung. Dann greifen viele auf das Indoor-Klettern in Kletterhallen zurück. Da hält man sich dann nicht an schroffen Gestein fest, sondern an vorgefertigten Klettergriffen. Diese Indoor-Kletterwände werden genau geplant, und zwar von einem sogenannten Routenbauer. In Scheidegg im Westallgäu hat Johannes Klemp einen kennengelernt. Mehrere tausend Klettergriffe sind in der Scheidegger Kletterhalle an der Wand montiert. Mal rund, mal eckig, klein und groß. Man findet sie in allen Farben und Formen. Und alle Griffe haben einen genau festgelegten Platz. Das ist Uli Theiner zu verdanken. Er ist leidenschaftlicher Kletterer und professioneller Routenbauer. Er entscheidet, welcher Griff wohin kommt und schraubt sie höchstpersönlich an die Wand. Ursprünglich kommt er vom Felsklettern und hat so den Weg zu seiner Arbeit als Routenbauer gefunden. Im Winter und bei Schlechtwetter waren die Trainingsmöglichkeiten halt nicht so geeignet. Und der erste Berührungspunkt war eigentlich der, dass wir uns eine Garage angemietet haben, die dann eingebaut haben mit Holzplatten. Und die ersten damals sehr rar verfügbaren Griffe uns irgendwo zusammengeklaubt haben und die Griffe dann im Prinzip in Verbindung mit Holzleisten, die wir uns selber irgendwie gedeichselt haben, haben wir uns unsere ersten Trainingswände eingerichtet. Aber nur für uns persönlich zum Trainieren. Dann kam ja, wie gesagt, zu Ende der 80er Jahre wurde dann das Wettkampfklettern an künstlichen Kletterwänden populär. Und da hat man natürlich halt mitbekommen, was da abgeht. Und dann ging auch die Griffproduktion so langsam los, dass es mehr Hersteller gab. Uli Theinerts Arbeit ist sehr vielfältig. Es ist vor allem ein handwerklicher Beruf. Das zeigt schon seine Ausrüstung, die aus mehreren verschiedenen Akkuschraubern besteht. Aber ohne Kreativität geht beim Routenbau nichts. Denn die Variationsmöglichkeiten an der Wand sind quasi fast unendlich. Es gibt Dutzende Griffhersteller, die wirklich im großen Stil unterwegs sind. Und jeder von denen hat im Prinzip verschiedene Sortimente an Griffen. Und dann gibt es halt Sortimente, die dann eher zum Beispiel so henkelig sind. Also das sind dann so die Taschen, das ist dann eher für die leichten Routen. Dann gibt es halt eher so slopermäßig Sachen, die halt dann runder sind. Und je runder und je kleingriffiger es wird, desto schwieriger wird es halt auch. Mindestens zweimal im Jahr muss der leidenschaftliche Kletterer die Routen seiner Kletterhalle verändern. So bleiben sie für alle interessant und herausfordernd. Der Schwierigkeitsgrad seiner Routen variiert dabei. Du brauchst in einer Kletterhalle, die Breitensport anbietet, ein relativ breites Spektrum, damit du auch alle bedienen kannst. Was aber vielleicht auch noch wichtiger ist als die Schwierigkeitsverteilung ist, dass es unterschiedliche Klettertechniken erfordert, dass man halt nicht immer dieses klassische wie eine Leiter hat. Das mögen manche auch mal ganz gerne, aber es wird dir schnell langweilig. Und dann geht es halt darum, dass du die Routen halt so schraubst, dass einfach spezielle Klettertechniken erforderlich sind. Und je höher das Schwierigkeitsniveau wird es auf der einen Seite physischer, aber auf der anderen Seite auch klettertechnisch anspruchsvoller. Die Schwierigkeitsgrade reichen dabei von einer sehr leichten 1 bis hin zur 12, die für normale Kletterer nicht schaffbar ist. Bei großen Wettkämpfen wie einer deutschen oder sogar Weltmeisterschaft bewegen sich die Schwierigkeiten im oberen Bereich. In Kletterhallen wie der von Uli Theinert sind die Routen deutlich leichter. So soll Hobbyklettern in erster Linie der Spaß am Sport erhalten bleiben. Diesen und die anderen Beiträge gibt's auch in unserer Mediathek unter www.allgäu.tv oder auch in unserer App. Das war's für diese Woche. Ich wünsche Ihnen jetzt noch eine schöne Zeit. Machen Sie's gut.